bin der Stefan, bin Mechaniker bei Cube Bikes und ich zeige euch heute, wie ihr das Fahrwerk eures Bikes einstellt. Als erstes pumpen wir die Federgabel und den Dämpfer mit einer entsprechenden Dämpferpumpe auf. Der optimale Luftdruck ist in der Regel aus einer Tabelle in der Gebrauchsanweisung Ihrer Federelemente zu entnehmen. Der Luftdruck ist vom Gewicht des Fahrers abhängig. Der Negativfederweg beschreibt die Differenz zwischen entlasteten Federelementen ohne Fahrer und belastetem Fahrrad mit Fahrer im Ruhezustand. Dabei verwenden wir zur Kontrolle einen Kabelbinder, den wir locker um ein Standrohr der Gabel befestigen. Die einfachste Methode ist, den Unterschied zwischen Gesamtfederweg und Negativfederweg direkt am Dämpfer bzw. an der Federgabel auszumessen. Der Negativfederweg sollte 15-20% des Gesamtfederwegs ausmachen. Falls Ihr Ergebnis davon abweicht, müssen Sie den Luftdruck in den Federelementen entsprechend anpassen. Als Beispiel nehmen wir einen Dämpferhub von 50 mm an. Der Negativfederweg sollte dann zwischen 7,5 mm und 10 mm liegen. Nun kommen wir zur Einstellung der Zugstufendämpfung, welche die Ausfedergeschwindigkeit der Federelemente regelt. Das entsprechende Einstellrädchen ist bei den meisten Dämpfern und Gabeln rot. Dabei ist zu beachten, dass die Laufräder beim Wiederausfedern nicht vom Boden abheben. Das würde zu einem schwer kontrollierbaren Fahrverhalten des Bikes führen, weil der nötige Bodenkontakt dann zu gering ist. Das andere Extrem, eine zu hohe Zugstufendämpfung, welches zur Folge hat, dass die Federung zu langsam ausfedert und somit nicht die nächste Bodenunebenheit ausgleichen kann. Bei einem optimalen Fahrwerk-Setup hat Ihr Bike immer genug Bodenkontakt und Reserven für das nächste Hindernis. Viele Federelemente haben zusätzlich zur Zugstufendämpfung noch eine Druckstufendämpfung, welche die Einfedergeschwindigkeit der Federelemente regelt. Das macht vor allem in Bergaufpassagen Sinn. Die Druckstufeneinstellrädchen sind in der Regel blau. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem nun optimal abgestimmten Cube Bike.